Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Welcome to the Hoodbox von King Orgasmus One. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Welcome to the Hood von King Orgasmus One. So sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So. Gut, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box, quadratisch und sehr hoch. Hier oben lesen wir I Love Money Records präsentiert, King Orgasmus One Welcome to the Hood und das Ganze nennt sich Support 69 Gangbox. Hier unten auch nochmals Welcome to the Hood, King Orgasmus One Welcome to the Hood. King Orgasmus One. Und auf der Rückseite, auf der Unterseite, haben wir dann die Infos zu dieser Box. Und zwar lesen wir hier Support 69 Gangbox. Welcome to the Hood Album, Album Instrumentals, Best of Mixtape. Welcome to the Hood Cap inklusive Geheimfach, Hack- und Ziehkarte, Sticker-Set und A2 Poster. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Gut. Vielleicht noch ganz kurz was zu diesem Logo, das hier als Albumcover fungiert. Und zwar hat das ja mehrere Bedeutungen. Zum einen ist es das Logo von I Love Money Records und zum anderen ist es natürlich auch das Evil Heart, das Logo der eigenen Modelinie, die von Orgy rausgebracht wurde. Also dieses Herz vielseitig verwendet. Das Ganze lässt sich dann öffnen, es ist keine Klappbox, sondern der Deckel ist abnehmbar. Von innen der Boxdeckel glatt schwarz. Und dann haben wir hier auch wieder diverse Sachen zum Vorschein, also auf den beiden Seiten hier das Evil Heart, links und rechts glatt schwarz. Und dann kommen wir schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Poster mit dabei, dann haben wir eine Kappe. Jede Menge Sticker, dazu kommen wir noch, dann haben wir das Album Best of Mixtape, die Instrumentals zum Album und das Album Welcome to the Hood an sich, plus auch noch einen Tourflyer zur Welcome to the Hood Tour 2018. Von innen glatt schwarz. So, dann packen wir das Ganze mal wieder ein. Machen die Box mal zur Seite. Gut, und nachdem hier diverse Boxinhalte noch in Folie sind, beziehungsweise diverse, in dem Fall nur eine, und zwar ein Inhalt dieses Album hier, ist die Frage am besten wohl hier. So, wir starten natürlich wie immer mit dem Album an sich, Welcome to the Hood. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier insgesamt 19 Tracks an der Zahl und wir haben hier einige Features. Wir haben Features von Bastard, Bass Sultan Hengst, Silla, Fabson, der ja auch bei Isle of Money unter Vertrag ist, B-Tight, Finch Asozial, MC Bomber, Frauenarzt, Rhyme & Simon, Schakal, Platter P und Jana bzw. J-A-N-A. Das ist das einzige Feature, das ich nicht kenne, um ehrlich zu sein. Credits und Barcode. Das Ganze kommt in einem Pappschuber. Also das hier das Alternativcover und hier dann das eigentliche Cover. Wir haben hier den Interpreten abgebildet. Orgy mit gekreuzten Fingern zum W. Isle of Money Records präsentiert, lesen wir hier oben. Dann hier King Orgasmus One, Welcome to the Hood. Er natürlich mit einem Hoodie von Orgyware, das was ich vorhin angesprochen hatte. Hier lesen wir in dem Balken von dem Standard Toolcase Welcome to the Hood. Hier auch nochmals Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir natürlich auch wieder, wie auch schon auf dem Pappschuber, Credits, Barcode und Tracklist. Gut, ein zweites Mal muss ich euch das nicht zeigen.
Dann haben wir hier einmal das Booklet. So sieht das aus. Wir haben hier einmal die gesamten Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer produziert hat, wer gefeatured wurde, etc. Eine Aufnahme von Orgi in Schwarz und Weiß. Dann haben wir hier, was lesen wir? Ein Fick an die ganzen Ratten, Schmarotzer, Undankbaren, Arschkriecher, das Finanzamt, dem Zoll und an alle Menschen, die wie Fotzen hinter meinem Rücken reden. Ja, das ist doch mal in dem Fall eine nette Alternative zu einer klassischen Danksagung. Dann haben wir auch nochmals den Interpreten und die restlichen Tracks des Albums. Gut, so sieht das aus. Ah ja, doch, hier haben wir noch eine Danksagung. Und dann haben wir hier noch weitere Leute, die gegrüßt werden, Family Gang Member. Okay. Die Album-CD sieht so aus, in Schwarz und Grau mit rot-weißem Aufdruck. Und hier haben wir King Orgasmus One mit auf seinen Kopf gerichteten, also mit einer Pistole, die an seinen Kopf gerichtet ist. Welcome to the Hood lesen wir dahinter. Das Ganze wieder in den Pappschuber. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. So sieht das aus. Was mich sehr freut, dass die nicht in so einem Digisleeve in einer Papphülle kommen, sondern wirklich in einem hochwertigen Jewelcase, in einem Standard Jewelcase. Schön gemacht. Wir haben hier 15 Tracks, also 15 Instrumentals. Wir hatten auf dem Album 19 Tracks. Diese Differenz lässt sich erklären, dass es hier einige, wir haben hier einige Skits mit drauf und dementsprechend hat man das hier dann so gemacht, also Intro, Outro und zwei Skits fallen weg. Daher 15 Tracks hier mit drauf, also 15 Instrumentals. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier einen kleinen Einleger, so ein Mini-Booklet. Und zwar haben wir die Instrumentals nochmal alle aufgelistet. So sieht das aus, die Beat-Produzenten, Mix und Mastering vermerkt, Orgi, King Orgasmus One. Gut, die CD sieht so aus in Schwarz, Rot und Weiß, beziehungsweise Schwarz, Orange und Weiß. Instrumentals lesen wir hier. Auf der Rückseite wieder das Cover. Damit nicht genug. Wir haben noch ein drittes Album, beziehungsweise ein drittes Standard Jewelcase. Und zwar lesen wir hier King Orgasmus One Best of Mixtape, ELM Records. So sieht das aus. Und zwar haben wir da nochmals 12 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier auch einige Features wieder mit dabei. Und zwar haben wir Features von Silla, Okram, Schakal, Silla, Bex, Bex, Zani und Steff. Jawohl. So sieht das von innen aus. Auch hier wieder so ein Mini-Booklet, so ein Einleger zu bisherigen Veröffentlichungen. Hier wieder das Evil Heart. Ja, und das hier, das Schwarz-Rote, beziehungsweise die CD hier, das sieht dann wirklich mal aus nach Hood. Hier so abgefuckte Fassaden und zugesperrte Läden. Jawohl, Rückseite blank schwarz. Dann haben wir mit dabei jede Menge Sticker. Und zwar haben wir hier zweimal in quadratisch diesen ELM Record Sticker in Schwarz und Weiß. Achso, das ist die Karte, dazu kommen wir gleich. Dann haben wir zweimal diesen Sticker, Beware We Hold It Up, also das Evil Heart in Schwarz-Rot im Hochformat. Und dann noch Welcome to the Hood Cover Sticker quadratisch. Also 6 Sticker an der Zahl. Dann haben wir mit dabei diese Hack- und Ziehkarte, so sieht das aus, also vom Format her wie so eine Kreditkarte, wie so eine Bankomatkarte. Ich ziehe was, was du nicht ziehst, jawohl, also diese Karte hier darauf angelegt, damit Pulver zu zerhacken und es dann entsprechend durch die Nase zu befördern, ist natürlich jedem freigestellt, was er mit dieser Karte anfängt. Ich bin jetzt kein großer Fan des Drogenkonsums, daher wird sie bei mir einen anderen Zweck finden, als das Zerhacken und Konsumieren von Pulver. Dann haben wir einen Tourflyer, ja, nicht wirklich Boxinhalt, aber hier zur Info für euch, Welcome to the Hood Tour 2018. Hier könnt ihr Orgi live sehen.
Mit dabei ist Phebsen und Yamano. Yamano, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Jawohl. Und es gibt natürlich auch Merch zu bestellen auf streetshop.at. Das ist ja der Webshop von Orgi. Mit dabei dann auch noch ein Poster. Und zwar haben wir hier einmal im Hochformat das Logo bzw. das Cover des Albums. Hier lesen wir wieder Welcome to the Hood, King Orgasmus One, I Love Money Records präsentiert. Und auf der Rückseite haben wir dann das Alternativcover. Hier wieder mit 2W. Und hier lesen wir auch nochmals Interpret plus Albumtitel. Also das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch hier diese Kappe mit Welcome to the Hood Aufstieg, Aufdruck. So sieht das aus. Hier hinten das Ganze als Snapback gestaltet, bedeutet, ihr könnt das entsprechend Größen verstellen. Hier drinnen lesen wir dann auch nochmals Support 69, Orgi Wear. Und dann haben wir hier oben ein Versteck, dieses Geheimfach. Das Ganze hier mit Klettverschluss versiegelt und dann kann man hier oben entsprechend Sachen verstecken, heiklen Inhalt unterbringen. Das habe ich in einer Kappe so auch noch nie gesehen. Also, schöne Sache. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwas zum Material oder sowas finden, irgend so ein Zettelchen, aber ich befürchte, nein, kann ich jetzt hier nichts finden, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an. So eine reguläre Kappe halt. So sieht das aus. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was hier alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Cap inklusive des Geheimfachs. Dann das Poster, beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Dann diese Karte, die sogenannte Hack- und Ziehkarte. Dann Sticker, 6 Stück an der Zahl, quadratisch und rechteckig. Dann das Best-of-Mixtape mit insgesamt 12 Tracks. Die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich, Welcome to the Hood, mit 19 Tracks, womit wir dann insgesamt auf 31 Tracks kommen. Das alles in dieser wunderbaren Box Welcome to the Hood von King Orgasmus One. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr King Orgasmus One unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.